Hallo Leute und herzlich willkommen zurück im strömenden Regen in Minecraft. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Für euch wird keine Zeit vergangen sein. Ihr erhaltet weiterhin täglich einen Part, mindestens. Ja. Und ich habe mir überlegt, was machen wir denn in diesem Part und, ja. Oder was machen wir jetzt in dieser Aufnahme generell? Genau, wir hatten das hier so schön gebaut. Und draußen wurde es jetzt meiner Meinung nach Nacht, deswegen können wir... Du kannst nur nachts schlafen. Ist vielleicht doch nicht Nacht geworden. Habe ich mich jetzt geirrt? Rohes, wir haben hier noch rohes Hühnchen. Was brennt denn hier unten drin? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Okay. So ein paar glatte Steinchen noch. Gut, bevor wir rausgehen. Also ich möchte rausgehen. So viel kann ich ja schon mal verraten. Sollten wir vielleicht noch ein bisschen hereinräumen? Haben wir die glatten Steine jetzt woanders hingetan? Sieht ganz so aus. Stein, das ist ganz normaler. Pflasterstein, Pflasterstein, Kies und Pflasterstein. Und ein Stack können wir ja ruhig mitnehmen. Von mir aus. Steine, Holz, Erde, Sand. Oder haben wir die hier drin? Nein, da ist einfach nur irgendwas drin. Habe ich die glatten Steine hier übersehen? Nö. Hatten wir vielleicht gar keine mehr? Ich weiß nicht. Ich tue die jetzt. Oh, Kies haben wir auch ganz schön viel. Kies werden wir wahrscheinlich... Ach, Mist. Ist egal. Kies kommt jetzt hier halt eben auch nochmal ganz kurz rein. So, das reicht dann aber auch. Das reicht. Ich will nicht so viel machen hier. So, wir gehen nach oben gucken, ob jetzt tatsächlich schon Tag ist. Müssen wir mal gucken. Sah ja auf jeden Fall ziemlich dunkel aus. Und das ist Tag, ja? Nicht Nacht. Im strömenden Regen will ich aber eigentlich auch nicht rausgehen. Dann machen wir vielleicht hier oben mal die Decke jetzt fertig. Wenn wir schon mal hier sind. So, uns einfach mal ein bisschen nach oben. Okay, ich glaube, wir sind schon ganz oben. Ja, und dann machen wir das hier ein bisschen einheitlicher. Ja, und ich kann nebenbei mal erzählen, was ich denn eigentlich so vorhabe jetzt. Und zwar, auch wenn es wahrscheinlich wie scheiße laggen... Nein, oh, fast den falschen abgebaut. Wie scheiße laggen wird. Versuchen wir... Jetzt wird es aber dunkel, bin ich der Meinung. Aber ich habe ja eh keine Ahnung. Wir versuchen ganz einfach ein paar Schafe zu finden, die ja drüben waren. Und uns vielleicht ein kleines Gehege zu bauen. Oh, guck mal, da geht's nach draußen. Und der hätte jetzt nicht weg müssen. Dann komm du mal für den Bogen hin. Den brauchen wir so oder so gerade nicht. Kann hier wieder Erde rein. So, schwupps. Oh, das sieht man gerade ziemlich schlecht. Okay, da kommen wir eh nicht an. Und wieso haben wir dich nicht weggenommen? I don't know. Auf jeden Fall, dass wir uns ein paar Schafe suchen und die einsperren und natürlich auch ein bisschen färben, dass wir farbige Wolle haben. Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr an. So, schwupps. Ich hoffe, da kommen wir von hier aus an. Moment, ich muss mich erstmal... Okay, da nicht, aber wir sind auch nicht ziemlich weit oben. Jetzt sind wir wieder ein Stückchen höher. Jetzt dürfte das gehen. Sehr gut. Oh, das war einer zu viel. Egal, ich hoffe mal, hier kommt jetzt keiner rein. Sieht auf jeden Fall nach Nacht aus und es wird reinregnen. Die Decke wollten wir mit diesen glatten Steinen machen. Dann machen wir das doch auch einfach mal. So. So. Und so. Ja, und ich denke, mit der glatten Wolle, genau. Mit der Wolle können wir einfach coole Sachen machen. Später. Das wäre ja durchaus wünschenswert. Okay, da kommen wir jetzt wieder nicht an. Ich glaube, wir haben... Haben wir noch glatte Steine dabei? Ja, ein paar. Das dürfte sogar reichen dann. Dann bauen wir hier ein bisschen... Na... Genau hier ein bisschen Erde hin. So.
Okay, war vielleicht sogar ein Tick zu viel. Jetzt haben wir keinen guten Überblick mehr. Beziehungsweise ich nicht. Aber ich glaube, das geht dennoch. Oh, oh, oh. Nicht runterfallen. So. Und hier fehlt noch einer. Ich glaube, da hinten. Oh, auch sogar hinbekommen. So, und da hinten. Wow. Und natürlich hier die Wand noch voll mit dem Zeug. Oh, hier muss auch noch alles rausgeschlagen werden, rausgebuddelt werden, dass wir hier einheitliche Wände hinkriegen. Wie gesagt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Oh, da haben wir schon wieder ein zu viel weggehauen. Egal. Mit der Schaufel geht das recht flott alles. Und die kann so oder so weg, diese Schicht mal. Und die auch. Und damit sind wir wieder draußen. Ich hoffe nicht direkt vor Monstern. Und diese Schicht kann auf jeden Fall auch raus. Oh, 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 da haben wir viel zu viel abgebaut, aber egal. Das soll uns jetzt mal nicht stören. So einen Weg draußen wollten wir ja auch noch machen, stimmt, ich erinnere mich. Oh, jetzt könnte es aber. Moment. So funktioniert es. Ach, egal, dann lassen wir halt da eine Lücke. Das wird jetzt nicht das Riesenproblem sein. Problem ist viel eher, dass wir gleich keine Steine mehr haben und das hier offen zurücklassen müssen. Na gut. Autsch. Dann holen wir uns erstmal aus dem Keller wieder ein paar neue. Und machen das zu Ende. Und ich hoffe, dann ist schon wieder Tag und wir können ganz normal unbeirrt weitermachen. Mit dem, was ich eigentlich tun wollte. So, dann können wir den Kies auch erstmal mitnehmen wieder. Und diese Steine. Sehr gut. Hier haben wir auch noch ein paar Steine. Könnten wir eigentlich so ein paar Pflastersteine wieder neu hinhauen. Oh, hier haben wir auch noch ein paar. Und hier haben wir ein bisschen Kohle. Sehr cool. Und Erfahrung sammeln wir dadurch natürlich auch. Das gefällt mir schon mal gut. Dann könnte hier eigentlich diese Kohle mal rein. Und wir könnten. Ach, das Hühnchen ist schon gebraten. Okay. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre noch nicht fertig. Ja, was können wir auf die 8 legen? Brauchen wir eigentlich nichts, ne? Können wir höchstens so machen. Natürlich den glatten Stein, den glatten Stein. Den brauchen wir ja jetzt. Ich vergaß. Na, lass mich durch. Dankeschön. Ja, wir können erstmal hier die Wand fertig machen. Und das nehmen wir nachher auch raus, aber erstmal müssen wir hier wieder raufkommen. Auf unsere Leiter, Behelfsleiter, mehr oder weniger. Du musst auch noch weg. Dankeschön. Dann kann hier einer hin. Ach, Quatsch. Quatsch. Ach, nee. Jetzt haben wir auch noch Steine davon verschwendet. Ach, Mist. Okay, dann weg mit euch wieder. Nicht mit der Axt, mit der Steinspitzhacke. So. Und zwar müssen wir, glaube ich, eine Etage höher, damit das gut klappt. Ja, von hier dürften wir das hinkriegen. Und hier schweben überall kleine Steinchen umher. Na gut, wenn sie es wollen, wenn sie Lust dazu haben, von mir aus. So, ihr müsst auch noch weg, wenn ich mich nicht irre. Ja, und da hinten auch. Okay, erstmal hier diesen Stein rauf. Ja, wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Der muss ja jetzt hier noch einer rauf. Vielleicht mit der Umschalt gedrückt hier lang. So. Ah, da hinten kommen wir aber nicht mehr ran. Mist. Mist, das ist doof. Wie machen wir das? Nee, so kommen wir tatsächlich nicht ran. Vielleicht. Noch ein Stück zurück. So. Ah, das war Kies. Genau das Falsche. Denn halt Erde. Hopp, hopp. Aber wir können hier nicht hüpfen, oder? Weil über uns. Oh. Ist das ein Zeug hier. Gar nicht so leicht, was zu bauen. Ehrlich gesagt. Habe ich mir leichter vorgestellt. So. Dann ziehen wir jetzt erstmal hier die Wand zu Ende. Und hoffen natürlich, dass hier nichts kommt, was uns stört.
Gut, dann können wir hier vorsichtig einen runter. Und du kannst weg. Und mit Umschalt kriechen wir vorsichtig vorwärts, um jetzt hier endlich zuzubauen. Mehr oder weniger, wie es funktioniert eben. Hier kannst du... Dann sind wir, glaube ich, hier an dieser Stelle fertig. Wir nehmen mal die Schaufel, geht schneller. Und du kannst auch weg, du oller Kiesblock. Du warst eh nicht... Oh, guck mal, jetzt ist hier das Eis gefroren. Unser Teich. Gehst du wieder auf? Hopp. Scheinbar nicht. Oh, guck mal, hier fällt der Schnee rein. Das ist bestimmt nicht gut für euch. Hier friert doch bestimmt gleich ein oder so. Egal. Glattes Steinchen hier hin. Nicht zwei auf einmal. Mensch, ich habe doch wirklich bloß einmal geklickt eben. Und auch gar nicht so lange, meiner Meinung nach. So, du kannst hier eigentlich... Moment, wie sieht das jetzt hier aus? Du kannst sowieso mal weg, du Türmchen. Dich brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Sieht doch alles schon etwas schöner aus. Und einheitlicher vor allem. So. Und es wird Tag, das heißt, wir können demnächst raus. Da drüben steht immer noch das Skelett. Oh, und ein Creeper. Ein Creeper sehe ich auch. Okay, aber wir können... Wie sieht es jetzt hier aus? Ist jetzt hier zugebaut? Habe ich das... Ja, okay, dann machen wir hier wann anders weiter. Und... Was natürlich noch ganz nützlich wäre, ist eine Schere. Kann man die aus Steinen bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, wir haben ja hier oben auch gar keine Werkbank mehr. Oder Zäune oder so zumindest, ne? Sonst brauchen wir eigentlich gar nicht los. Das hätten wir jetzt aber mal machen können. Hier diesen Raum müssen wir auch noch irgendwann schöner machen. Und dem vielleicht auch noch eine Funktion geben, außer so ein Durchgangszimmer. Steine, Holz. Ja, Eisen hatten wir nichts mehr, ne? Oder ist hier noch Eisen drin? Ich glaube, man brauchte bloß zwei. Wir haben einen. Ja, das ist natürlich typisch. Der Schneeball kann erstmal hier rein und die Feuersteine. Ja, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir ein paar Zäune zumindest haben. Und ein bisschen Weizen. Fällt mir auch gerade noch so ein. Nehmen wir mal zwei Stapel mit. Und Weizen war hier noch drin, ne? Sehr gut. Dann können wir die damit nämlich locken. Ich bin mal gespannt, wie gut das mein Spiel durchhält. Beziehungsweise mein Laptop. Ja, was wollte ich machen? Zäune, genau. Dafür brauchen wir erstmal Stöcker. Die hatten wir doch auch schon fertig. Wenn ich mich nicht irre. Ah, jetzt habe ich einen Kiesblock daneben gesetzt. Ach, Mensch. Heute ist nicht mein Tag. Glaube ich. Muss aber auch zugeben jetzt, dass ich nicht weiß, wie wir diese Zäune machen. Ich guck mal, was logisch wäre. Vielleicht einfach so. Tatsächlich. So. So geht das. Okay, dann nehmen wir mal hier diese Stöcker noch mit rüber. So, so. Dann sollte das ja relativ gleichmäßig verteilt sein. Und wir haben jetzt 40 Zäune bloß. Okay, das ist nicht viel. Aber das ist egal erstmal. Und ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann ein paar Schafe suchen, sperren die so ein bisschen ein und mal schauen, was wir dann noch machen. Oder ob das schon reicht für einen Part, wahrscheinlich. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann. Bis dahin und tschüss.